und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy Online. Ja, wir stehen jetzt hier in Gridania und zwar beim Personaloffizier. Da sollten wir hin bezüglich der Bruderschaft, der wir beitreten wollten, beigetreten sind. Ich weiß es jetzt nicht, also eigentlich sind wir ja schon beigetreten. Mal schauen, was er uns noch zu sagen hat. Willkommen in Abaton, der Bruderschaft im Hauptquartier der staatlichen Gesellschaft von Gridania. Was führt dich hierher? Kann ich beides machen? Mich erstmal vorstellen und dann der Bruderschaft beitreten? Ja, ich möchte auf jeden Fall der Bruderschaft beitreten. Nichts lieber als das, Gameplayerin, richtig? Dein Beitrittsgesuch wurde uns bereits übermittelt. Ich habe alles vorbereitet, sodass wir die Formalitäten schnell über die Bühne bringen können. Ich habe eine Meldung zu machen. Schieß los, was ist passiert? Von Amarisseixes Wachturm wurde gemeldet, dass ein kleines Luftschiff der High Wind Fluggesellschaft über dem Ostwald von galeischen Truppen beschossen wurde. Es wird vermutet, dass es daraufhin im Ostwald südöstlich von 9 Efeu-Ranken abgestürzt ist. Wie bitte? Und das ausgerechnet jetzt, wo unsere schnelle Eingreiftruppe gerade in einen Scharmützel mit den Ixal verwickelt ist? Gameplayerin, es tut mir leid, dich von deiner offiziellen Aufnahme mit einer Bitte zu überfallen, aber kannst du uns nicht helfen? Auf dem Luftschiff waren bestimmt Zivilisten. Sie werden sich kaum zur Wehr setzen können, sollten die Galeer sie zuerst finden. Also, in Anbetracht der Notlage erteile ich dir hiermit per Notverordnung deinen ersten Auftrag. Such sofort in dem Gebiet südöstlich von 9 Efeu-Ranken nach dem abgestürzten Luftschiff und sieh nach, ob die Passagiere Hilfe brauchen. Mhm. Ja, machen wir doch glatt, auch wenn ich keine Ahnung habe, wohin ich dann muss. Schau mal eben auf der Karte hier. Also, wir sind jetzt hier in Gridania. Das heißt, ich müsste dann nach oben raus und dann nach rechts, beziehungsweise... Ja, schneller würde es wahrscheinlich durch den Wald auch nicht gehen. Also nach oben zu Alt-Gridania und dann nach rechts raus. Ja gut, das werde ich... Oh, falsche Taste. Das werde ich jetzt erstmal machen und dann schalte ich euch gleich wieder hinzu, wenn ich dort angekommen bin. Abenteurerin, sei bloß leise. Wir sitzen hier ganz schön in der Klemme. Wie? Du meinst, du bist im Auftrag der Bruderschaft der Morgenviper hier, um nach uns zu suchen? Warum trägst du dann keine Uniform? Willst du mich etwa verschaukeln? Du bist ein Techniker der Galond Metallwerke, oder? Wir gehören zur Bruderschaft. Als wir von der Notlandung unseres Luftschiffs gehört haben, sind wir sofort aufgebrochen, um euch zu retten. Und du bist Gameplayerin, nicht wahr? Danke, dass du vorausgeeilt bist. Seit wann seid ihr Würmer in der Lage, solche modernen Luftschiffe zu bauen? Das ist wohl wieder eines von Cid Garlons Spielzeugen, mit denen er sein Vaterland nicken will. Jedermann weiß doch, dass die Luftschifftechnologie im Galaischen Kaiserreich entwickelt wurde. Erst dieser verräterische Hund Galond hat sie geklaut und nach Eocera gebracht.
Dieses Luftschiff gehört also rechtmäßig uns. Wir werden es sicherstellen, zusammen mit dem Techniker. Die Jungs sind bestimmt aus Castrum Oriens. Das Luftschiff darf ihnen auf keinen Fall in die Hände fallen. Entschuldigung, könntet ihr vielleicht meinen Kollegen Wetsch retten? Der Idiot steckt noch in der Tiny Bronco. Tiny Bronco? Ach so heißt das hochmoderne Luftschiff. Er ist der erste in Eocera neu gebaute Luftschiff, seit unser Chef Sid Gallon bei der 7. Katastrophe verschwunden ist. Nach langer Entwicklungszeit waren wir endlich soweit, einen Testflug zu wagen. Alles ging glatt, bis diese gottverdammte Galilea uns eine Breitseite verpasst haben. Wir müssen das eocerische Luftschiff und die Techniker unter allen Umständen retten. Gameplayerin, hilfst du uns dabei? Mhm. Gut, greifen wir an. Möge nur Fika unsere Klingen und Pfeile führen. Und was ist mit meinen Zaubern? Verdammt, die Gredaner greifen an. Schlagt sie zurück, Männer. Eigentlich bin ich ja kein Gredaner. Ja, und wie ihr sehen könnt, so, falsche Taste. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier noch was anderes geöffnet. Falls ihr mich denn überhaupt verstehen könnt.
Oh oh. Ich dachte schon, er holt jetzt Verstärkung oder so. Na, komm schon. Er hat nicht mehr viel, Leute. Ihr aber auch nicht. Achso, der ist schon kaputt. Okay, da kann ich noch lange drauf drücken. Eieiei, okay. Hey, Bix. Wetsch, da bist du ja. Das war ganz schön knapp. Na, ist ja nochmal gut gegangen. Und was meinst du? Kriegen wir das Schiff wieder flott? Die Hilfsflügel haben ganz schön was abbekommen. Aber wenn wir die gesamte Schubleistung auf die Hauptflügel umleiten, müssten wir sofort starten können. Könnt ihr uns etwas Zeit verschaffen, bis wir die Tiny Bronco repariert haben? In Ordnung, wir werden aufpassen, dass euch niemand stört. Wollen wir hoffen, dass die Garlea nicht so schnell Verstärkung bekommen. Vor allem nicht so große. Gameplayerin, deine Pflicht hier ist erfüllt. Gut gemacht. Kehre nun ins Abaton der Bruderschaft zurück und erledige die Aufnahmeformalitäten. Wir können uns glücklich schätzen, dass sich eine Heldin wie du uns anschließt. Und da wollen wir dich nicht länger als nötig warten lassen. Also geh ruhig schon mal vor. Hey, tut mir leid, dass ich dir zuerst misstraut habe. War nicht so gemeint. Danke, dass du uns aus der Patsche geholfen hast. Mhm. Hey, du Hitzkopf. Willst du dich nicht auch bedanken? Hä? Doch klar. Danke für deine Hilfe. So. Ich werde mal eben schnell etwas runtergehen, weil ich nämlich vorhin extra den kompletten Weg hierher gelaufen bin, um jetzt nicht alle 2 Meter kämpfen zu müssen, nämlich verdeckt als Fischer. Und ja, diese Mistkerle hier, diese Schnaken, die sind hier überall. Und hier war eben ein Event und wie ich sehe, ist jetzt da, ach du Scheiße, ist jetzt da hinten ein Event. Ich will, glaube ich, gar nicht wissen, worum es da geht. Ja, also ich werde jetzt erstmal wieder zurück zur Bruderschaft laufen und wir sehen uns dann gleich dort wieder. So, wir sind wieder da. Ah, willkommen zurück. Mich hat gerade eine Nachricht über den Zwischenfall erreicht. Ich habe ja schon viel Gutes über dich gehört, aber du hast alle Erwartungen übertroffen. Und das bereits vor deiner offiziellen Aufnahme, sozusagen zum Einstand. Um die beiden Techniker musst du dir keine Sorgen mehr machen. Sie sind wohlbehalten zu Garlons Metallwerken zurückgekehrt. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil die, schade, dass man es nicht drehen kann. Die hat ein richtig geiles Kostüm hier rechts. Sowas hätte ich auch gerne. Ach ja, Gameplayerin, was hätten wir nur ohne dich gemacht? Ich bin heilfroh, dass du dich für die Bruderschaft der Morgenviper entschieden hast. Da sich die Aufregung nun gelegt hat, können wir dich endlich ganz offiziell aufnehmen. So, was möchte ich denn? Ich möchte nichts von den Sachen, weil die alle scheiße sind. Okay, den Plattengürtel könnten wir mitnehmen, aber ich weiß nicht. Da steht aber kein Hermetiker drauf, komischerweise. Ist auch rot. Ja, nee, dann würde ich sagen, nehmen wir auf jeden Fall das Geld. So, ja, er hätte noch eine nächste Aufgabe für uns. Aber ich würde normalerweise sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich gehe nämlich davon aus, dass es doch etwas länger dauern wird, die nächste Aufgabe zu machen. Beziehungsweise ich muss mich ja auch noch einschreiben. Und ja, ich würde sagen, wir machen einen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.